Es geht hier um das Leben unserer Tochter. Wieso bist du so? Du hast doch Clara längst abgeschrieben. Du kämpfst doch überhaupt nicht. Hör auf, es reicht! Hast du eine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt kündige? Ich brauche einen Vorschuss. Sie wissen, dass es nicht geht, Herr Bauer. Ich vertrage die Methadonbehandlung nicht. Was haben Sie gerade gesagt? Ich soll heute die Medikamentenausgabe betreuen. Ich frage lieber nochmal selber bei Verlauf dahinter nach. Dieser Mann da drin ist ja vollkommen wahnsinnig. Hör auf! Ich kann sie doch nicht verlieren. Ich mach den Schlüssel! Gib mir den! Ah!